Alle Probleme sind eine Illusion. Kurt Tepperwein. Wir sind von unserem wahren Wesen her absolut vollkommen. Jeder. Diese Disharmonie, dass er jetzt eben sich einbildet, begrenzt in der menschlichen Erfahrung zu sein, das erzeugt eben all diese menschlichen Probleme. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein. Endlich mal wieder ein Video von Kurt Tepperwein. Ich muss sagen, also der Kurt mit dem Gespräch, was ich geführt habe mit Kurt Tepperwein, was auch natürlich jetzt unten in der Beschreibung als erster Link unten verlinkt ist, so, das hat meine Ansicht der Welt und wie man als Mensch wirklich funktioniert und was das Bewusstsein eigentlich ist, so, das hat sehr viel bei mir verändert, so. Ich sag das immer wieder auch Leuten, wenn die mich fragen, so, spirituelle Entwicklung, was waren so die maßgeblichen Sachen? Ja, mein persönliches Leben und was alles in meinem Leben passiert ist, hat mich in diese Richtung getrieben, aber das Gespräch mit Kurt Tepperwein war für mich, glaube ich, wie für andere Leute, wenn die Ayahuasca nehmen oder so. Das hat mein Bewusstsein extrem erweitert und ja, ich rede nur gut über diesen Mann und werde auch bis zu meinem Tod wahrscheinlich immer über ihn reden, weil der hat wirklich mit dem Gespräch mein Leben verändert, so. Deswegen, Liebe geht raus an Kurt Tepperwein auf jeden Fall. Wir gehen rein ins Video. Alle Probleme sind eine Illusion. Kurt Tepperwein. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren und der Peter geht los. Let's go. Ah, geil, Digga, rein. Wir sind von unserem wahren Wesen her absolut vollkommen. Jeder. Als wer lebe ich hier? Lebe ich hier in der Illusion, ein Mensch zu sein? Ja, was scheinbar offensichtlich ist. Wenn Sie jemanden fragen, wer bist du? Dann sagt er, wie, wer bist du? Ein Mensch, wie alle anderen auch. Ja, weil er sich damit identifiziert. Aber das sind wir eben nicht. Oder lebe ich als der, der ich wirklich bin? Als reine Energie, die sich ihrer selbst bewusst ist, also als Bewusstsein. Ich finde das so krass. Ich muss jetzt schon lachen, so. Das gibt mir jetzt schon Glückseligkeit, so. Einfach nur zu hören, was der gerade sagt, so. Weißt du? Und ich finde das so faszinierend bei Kurt, wie er das sagt, so. Das kommt mit so einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit so rüber, so. Das ist einfach so. So, ich sitze da bei Kurt, sitze ich immer da und denke, ja, Digga, der hat voll recht, so was. Ich find's voll krass, Bro. Fallen die ganzen menschlichen Probleme weg. Machen wir uns noch einmal bewusst, wie entstehen denn diese menschlichen Probleme? Mangel, Schwierigkeiten, Probleme, Leid, Misserfolge, Enttäuschungen. Alles durch Ego, alles durch Identifizieren mit dem Menschsein und nicht verstehen, dass wir eigentlich reines Bewusstsein sind, so. Kummer, alles sowas. Das alles entsteht nur, wenn ich in der begrenzten Sicht eines Mensch bin, in der Illusion des Ich. Das heißt, wir sind von unserem wahren Wesen her absolut vollkommen. Jeder, auch wenn er sich einbildet, ein Mensch zu sein, ist er vollkommenes, ewiges Sein. Aber diese Disharmonie, dass er jetzt eben sich einbildet, begrenzt in der menschlichen Erfahrung zu sein, das erzeugt eben all diese menschlichen Probleme. Ich schwör's dir, seitdem ich das verstanden habe, ich hatte Probleme, ich hatte Dinge in meinem Leben, Sachen sind passiert, ich hatte Probleme, Mann, ich hatte Depressionen, ich hatte Selbstmordgedanken und diese ganze Scheiße, so, weißt du? Seitdem ich das, was er da gerade erzählt, verstanden habe, konnte ich das loslassen und endlich wieder da ausbrechen, so. Das ist der Weg, so, weißt du? Das ist der einzige Weg auch, meiner Meinung nach. Wenn du aus dieser Illusion ausbrichst, Mann, und dich nicht mit dieser ganzen Scheiße jeden Tag identifizierst und verstehst, dass du mehr bist als das, so. Du bist nicht deine vergangenen Erlebnisse, du bist nicht, was alles passiert ist, du bist nicht deine Fehler, Bruder, du bist das alles nicht, weißt du? Du bist mehr, du musst darüber hinaus, und sobald du darüber hinaus wächst, merkst du auf einmal, wie das Leben wieder leichter wird, so. Und kannst diese Dinge auch einfach nur als eine Erfahrung sehen und sagen, ja, das ist passiert in meinem Leben, ich habe das erfahren, aber ich muss mich nicht damit identifizieren und mein eigenes zukünftiges Leben davon beeinflussen lassen, so. In dem Moment, wo ich diese Illusion beende, können wir gleich noch praktisch machen, dauert auch nur eine Minute,
verschwinden diese ganzen menschlichen Probleme. Das heißt, vorhin war ja die Frage, muss ich diese Probleme ja lösen. Die Probleme sind nicht existent, die müssen nicht gelöst werden. So. Ist ungefähr so, wie wenn Sie einen Ich liebe dich, Bro. Traum haben. Wenn Sie aufwachen, müssen Sie dann nicht tagsüber jetzt die Probleme des Albtraums bearbeiten und lösen, sondern das ist ein Traum. Der ist damit erledigt. Um den brauchen Sie sich nicht mehr kümmern. Die Illusion des Menschseins ist nur ein Traum. Das ist nicht die Wirklichkeit. Das ist die Realität. Realität ist das, was bewirkt wurde. Wirklichkeit ist wow. Das, was bewirkt. Krass, Digga, das ist die Realität, aber nicht die Wirklichkeit, Bro. Bro. Wow. Das ist schon wieder Eye-Opening für mich gerade hier. Das heißt also, Realität entsteht durch Wirklichkeit. Alles, was Sie erleben, haben Sie bewirkt. So. Und das ist, womit Sie Ihr Leben wählen. Und jetzt könnte jeder entscheiden, ja, dann kann ich doch diese Illusion beenden und erkenne, das bin ich ja gar nicht. Ich bin ja immer noch der, der ich zu Hause auch war. Ich habe mich ja nicht verändert. Ich bin also vollkommenes ewiges Sein, das hier nur vorübergehend zu Gast ist, für maximal 120 Jahre, meistens deutlich kürzer. Nee, Mann, ich lebe bis 300, Bro. Und am Ende der Schulzeit gehe ich nach Hause. Dann lebe ich immer noch und bin immer noch der ich zu Hause war, der zur Schule gegangen ist und der jetzt nach Hause geht. Also es hat sich gar nichts geändert. Aber dann erst lebe ich in der Wirklichkeit. Und jetzt passiert das Wunder. Wenn ich in der Illusion lebe, bestimmt das mein So-Sein. Und ich ziehe die ganzen menschlichen Probleme in mein Leben, die zu dieser Illusion gehören. Und glaube, das Leben ist nun mal ein Problem. In dem Moment, wo ich zu mir erwacht bin, es hat sich ja nichts geändert. Ich war ja die ganze Zeit Bewusstsein. Aber jetzt bin ich mir wieder dessen bewusst. Lebe nicht mehr in der Illusion. Das ändert sofort mein So-Sein. Und Sie ziehen nur noch die Menschen, Dinge, Ereignisse, Situationen und Umstände in Ihr Leben, die zu Ihrem erwachten Bewusstsein gehören. Bruder, der drückt das so krass aus. Ich schwör's dir, der trifft mich so heftig. Also der erklärt das genauso, wie ich das am besten verstehe. Ich finde das crazy. Der ist 90 Jahre alt. Das ist krass. Das heißt, Sie treten damit ein in ein ganz anderes Leben. In das faszinierende Abenteuer Ihres wahren Lebens. Dann lass uns gerne bester Mann. Illusion kurz gemeinsam aufheben. Ja, also wir brauchen uns noch einmal zur Erinnerung, wir ändern nichts. Sie sind am Ziel die ganze Zeit. Ich erinnere Sie nur. Du musst es nur realisieren. Ah, jo, Bro. Dann mit ein paar Schritten. Erster Schritt, aber bitte jetzt nicht als Wissen speichern, wie viele tun, sondern vollziehend erleben, also fühlen. Nicht als Wissen speichern, sondern vollziehend erleben. Ey, Digga, ich finde, der drückt sich so geil aus. Ja, so ist es. Okay, also. Ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht mein Verstand, ich bin nicht meine Persönlichkeit, sondern, zweiter Schritt, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Ich bin der Besitzer, der Benutzer. Boom. Das ist mein Erfahrung. Digga, hört mal einfach zu, ja, ich küsse doch euer Herz. Ich schwör's dir, wenn ihr wirklich das aufsaugen würdet, was der Mann da gerade sagt, dann könntet ihr von heute auf morgen einfach euer Leben verändern. So. Alle Probleme würden wegfallen, alle Depressionen wären weg, alle Ängste wären weg. Man könnte wieder frei, richtig einfach leben, wie wir leben sollten eigentlich als Menschen. So, weißt du? Ich finde das so krass. Ich finde das so krass. Instrument. Ich aber bin der Erfahrende. Du aber auch. Ja, Bro. Safe. Ich muss das gerade auch hören. Ich will es euch nur sagen. So, ich bin drin. Ich gucke dem so tief in die Augen gerade, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, ich bin gerade, ich saug das richtig auf. Ich muss den Talk nochmal reinziehen, den ich mit ihm gemacht habe. So, und mich wieder daran erinnern. So, der ist einer, das ist der Mensch, der mich am krassesten daran erinnert hat, wer ich eigentlich
wirklich bin. Kurt Tepperwein hat mich mit diesem Gespräch am krassesten daran erinnert. So. Ich habe das noch nie so krass verstanden wie nach dem Gespräch mit ihm. Also verlagere ich mal mein Selbstbild von der Illusion zu mir selbst. So. Und schaue meinem Körper, meinem Verstand beim Leben zu. Und damit ist schon alles getan. Denn das, was ich beobachte, kann ich ja nicht sein. Also ich beobachte jetzt den Körper. Und für die Leute, die mich verfolgen und gemerkt, also alle Leute, die mich wirklich verfolgen, haben gemerkt, wie ich mich und mein, die Dinge, die er da gerade sagt, auch immer wieder selber auch erwähne, so, weißt du? So, jeder, der mich verfolgt, merkt, wie krass der eine Prägung bei mir dagelassen hat, weißt du? Das, was er da gerade sagt, das sage ich auch immer wieder in meinen Streams, so. Weil es bei mir was aus, das hat meine Verschaltung in meinem Gehirn verändert, so. Schaffe ich es jetzt gerade, mich auch den ganzen Tag immer darauf zu konzentrieren und wirklich nur zu sein? Nein. Versuche ich es? Ja. Ich identifiziere mich noch sehr oft mit dem Menschsein und mit meiner Persönlichkeit und mit diesen Ich-Sachen und so, weißt du? Aber ich bin auf dem Weg auf jeden Fall. Meinen Körper, meinen Verstand, meine Persönlichkeit. Aber ich bin der Beobachter. Und als Beobachter nehme ich wahr, was mein Körper gerade macht, wie er sich fühlt, was mein Verstand gerade denkt. Also ich bin ganz von selbst in der Wahrnehmung. Als Beobachter brauche ich nicht lernen, nicht umschalten. Aber damit ist das zweite Wunder geschehen. Mit dem ersten Schritt habe ich die Identifikation mit der Illusion des Ich beendet. Stecker gezogen, der Identifikation bin ich nicht, sondern ich beobachte das. Mit dem zweiten Schritt bin ich vom Denken zur Wahrnehmung gekommen. Das Denken ist ein wunderbares Instrument. Wir müssen dem Verstand dankbar sein. Der hat Musik ermöglicht, Gedichte, Sprache, Wissenschaft, Philosophie. Also unendliche Möglichkeiten eröffnen sich mit dem Verstand. Aber er hat nur seine begrenzte Lebenserfahrung. Er ist ein begrenztes, fehlerhaftes Instrument, das sich irren kann und das oft genug tut. Die Wahrnehmung aber kann sich nicht irren. Die Wahrnehmung ist wie eine Kamera, fügt nichts hinzu, lässt nichts weg, verändert nichts, zeigt nur, kann sich drauf verlassen. So ist es. Aus. So, das heißt also, wenn wir... Der ist so geil, Digga, ich schwör's dir, der hat so eine, die Stimme, seine Augen, alles, das löst in mir einfach Liebe aus. Das ist crazy. Das ist jetzt die wichtigste Entscheidung. Bleibe ich der Beobachter ab jetzt für immer? Nicht als meditative Übung sehen und gleich gehe ich wieder zurück ins Ich, in den Stand, sondern ich bleibe der Beobachter, ich bleibe in der Wahrnehmung. Und damit geschieht noch etwas, damit geschieht ganz viel, aber noch etwas, was wir uns bewusst machen sollten. Wir beenden damit unser Karma. Warum? Wie entsteht Karma? Karma kommt aus dem Sanskrit. Das Wort bedeutet die Tat, das Geschaffene. Das heißt also, jede Handlung zieht eine Wirkung nach sich, Karma. Vieles erleben wir sofort oder in diesem Leben und manches erst im nächsten, aber beides ist Karma. Schnelles Karma oder langsames, wie Sie wollen. Das heißt also, jede Handlung verursacht Karma. Aber wie kann ich denn das beenden? Leben ist ja Handeln. Nein. Als Beobachter handeln Sie nicht. Als Beobachter beobachten Sie die Handlung. Ihr Körper handelt. Sie sind der Beobachter. Der Beobachter erzeugt kein Karma. Er ist ja nicht mehr der Handelnde, sondern Ihr Körper ist der Handelnde. So. Damit haben Sie sich aus dem Hamsterrad des Karma befreit. Und jetzt kommt natürlich sofort der Verstand, der sich für unverzichtbar und
wesentlich hält und sagt, ja, Moment, also bei der Arbeit kann ich ja nicht mit der Wahrnehmung, da muss ich ja nachdenken, was habe ich denn heute zu tun und wie mache ich das am besten und wann sollte ich das machen? Dann kommt die Wahrnehmung und sagt, nein, alles, was du Verstand kannst, kann ich besser. Ja? Das stimmt, aber jeder weiß, dass es so ist. Wir wissen ganz genau, was wir zu tun haben, meistens, wenn wir aus der Wahrnehmung heraus Dinge tun. Oft ist es so, dass wir durch den Verstand die Dinge dann eher schlechter machen, als wir sie eigentlich gemacht hätten, so, sobald wir darüber nachdenken. Das wurde auch bewiesen. Instinktiv wissen wir schon, was zu tun ist und was, wann das Richtige ist auch. Wir haben das in unserem Instinkt, unser Gott ist in uns. So, und wir denken, wir können mit unserem Verstand besser die Sachen durchdenken als das Göttliche in uns. Was natürlich sehr egoistisch ist und auch sehr, ja, naiv auch. Weißt du, was ich meine? Wir wissen ganz genau, was zu tun ist. So, und wenn wir mehr mit dem göttlichen Gefühl gehen würden, mit dem Bewusstsein, mit dem Bauchgefühl, mit Vertrauen so, dann würden wir das auch checken so. Und jeder, der das schon mal ansatzweise gemacht hat, der hat das auch gesehen so. Ich kenne das selber aus meinem Leben. Wenn ich Dinge zu viel durchdenke, dann laufen die Sachen meistens nicht so gut, als wenn ich frei einfach die Sachen mache, so, anstatt sie zu denken erstmal 10 Stunden lang so, weißt du? Ich kann genauso gut bei der Arbeit einfach wahrnehmen, was ist denn heute. Du machst deine Arbeit sogar besser, wenn du einfach wahrnimmst, weil du viel mehr da bist. Das ist ja das Sein, weißt du? Und nicht dann noch drüber nachdenkst, oh, hier und da und gestern und morgen und heute und der hat das gesagt, der lenkt mich hier gerade ab, das passiert gerade so und so. Zu tun. Und wie mache ich das am besten? Und in welcher Reihenfolge und so weiter? Das heißt also, ich habe Jahrzehnte nicht mehr gedacht. Bester Mann, Digga. Bester Mann, Digga. Sie haben dann keine Verwendung mehr für das Denken. Sie haben ja ein fehlerfreies Instrument zur Verfügung. Warum sollten Sie eines, was Ihnen gute Dienste geleistet hat, aber was eben begrenzt ist, warum sollten Sie das benutzen? Also bleibe ich in der Wahrnehmung. Boah, Digga, ich esse dich. Ich küsse dein Herz, Kurt, Bro. Ich liebe den Mann so heftig, ja. Fühlt sich so an, als ob das ein Verwandter von der ist. Fühlt sich so an, als ob das ich ist. Ich liebe den. Ich würde für den Cousin würde ich in den Krieg ziehen, sage ich dir ehrlich. Bester Mann, ich schwöre. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Crazy, Mann. Das habe ich jetzt gerade gebraucht. Ja. Ja, Mann. Du in 60 Jahren. Ich schwör's dir. Das habe ich auch gefühlt. Dass ich irgendwann auch so sein werde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out.